Draußen stehen gleich auf der Westricher Straße Busse bereit. Ich bitte darum, dass wir zügig in die Busse einsteigen, dass wir auch zügig rüberkommen in den neuen Ort. Wir werden dann von der Höhe Pauli im neuen Ort aus mit Musik begleitet zum Zelt ziehen. Dankeschön. Es werden neue, interessante und gemeinschaftliche Herausforderungen bereits in diesem Jahr auf uns zukommen. Zum einen sind wir heute mit unserer ersten offiziellen Veranstaltung in Kaienberg neu angekommen. Zum anderen laufen die Planungen für unser Schützenfest 2020 hier im neuen Kaienberg bereits auf Hochtouren. Der Schützenzug ist noch. Ja, etwas kleiner als sonst. Ja, aber ja, kein Fernseher. Der ist noch nicht kleiner wie sonst. Oh, kaum. Alles Wichtige dabei. Musik und der Vorstand. Und wir. Bitte schön. Dankeschön. Rufen wir auf die Ferne zueinander zu. Ne? Klar. Schönes Wochenende. Danke auch so. Bleibt gesund und lasst euch impfen. Also Heimat ist es nicht, aber zu Hause. Ja. Aber so ein Zeichen setzen, finde ich, ist in der jetzigen Zeit, ja, sollte man schon machen. Ne? Und wer keine Fahne hat, dafür hat die Bruderschaft blau-weiße Bänder in jeden Briefkasten geschmissen, damit da so ein kleines Zeichen gesetzt werden kann, um einfach die Gemeinschaft zu zeigen, dass sie nicht ganz verloren geht, auch wenn das trotz Umsiedlung und dann noch Corona obendrauf die ganze Sache doppelt erschwert hat. Ne? Ich denke mal, das ist eine Aufgabe, einfach zu sagen, so, das läuft hier weiter. Wir sind immer noch Kaienberg.